Ein ganz herzliches Hallo zu dir heute, ja, zu einem neuen Seelenimpuls und einem Seelenimpuls, der mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ja, zum einen, weil ich selbst gerne in diese Energie hineinpurzle und zum anderen, weil ich es gerade für diese Zeit jetzt für mich als besonders wertvoll empfinde, eben dich daran zu erinnern, wie wichtig dieses Thema ist. Jammern hat noch nie etwas geändert, oder? Hat es bei dir schon jemals etwas verändert, wenn du dich im Jammern eingerichtet hast, wenn du über Momente, Situationen geschimpft hast, die aber dennoch da waren? Ich wurde jetzt hier in dieser Aufnahme kurz gestört und ja, ich könnte jetzt jammern, jetzt muss ich von vorne anfangen und ich habe den Faden verloren und mache ich das überhaupt? Für wen mache ich das überhaupt? Es nutzt nichts, dieses Jammern. Es nutzt überhaupt nichts. Weder dir noch mir. Du kannst darüber jammern, gerade jetzt in den letzten vergangenen anderthalb Jahren, wie viel Freiheit dir genommen wurde. Du kannst darüber jammern, dass du dich nicht mehr so frei bewegen kannst, wie du das gewohnt warst. Du kannst darüber jammern, wie viel Druck von außen auf dich ausgeübt wird. Das ist alles möglich, das ist alles da. Die Frage, die ich dir hier stellen möchte, ist, inwieweit nutzt dir das? Inwieweit bringt dich dieses Jammern weiter? Inwieweit erhöht es deine Energie? Erhöht es deine Energie überhaupt? Oder zieht es dich mit jedem Wort, mit jedem Gefühl, mit jeder Meinung, die dein Jammern bestätigt, nicht noch tiefer in die Wut, in die Ohnmacht, in die Trauer, in die Hilflosigkeit? An einer Station auf meinem Weg habe ich gemerkt, all dieses Jammern hilft mir nicht weiter. All dieses Jammern darüber, wie die Welt sein sollte, wie sich mein Mann verhalten sollte, wie eine Ehe aussehen sollte, das hat mich letztendlich nicht weitergebracht, dieses Jammern. Das, was mich wirklich weitergebracht hat, war der Moment, als ich aufgehört habe zu jammern, als ich still geworden bin, bei mir angekommen bin und mal nachgespürt habe, wie stelle ich mir mein Leben vor? Was möchte ich leben? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Was lässt meine Augen leuchten? Dieser Moment hat mich ganz tief mit der Sinnfrage meines Lebens konfrontiert oder in Berührung gebracht, muss ich dazu sagen, weil es war mehr eine Berührung. Und ich habe dann im Laufe meiner Entwicklungsschritte die Entscheidung getroffen, ich folge dem Sinn meines Lebens, ich folge meinem Herzen. Und da gehört es dazu, dass ich Entscheidungen treffe, Entscheidungen für mich. Und dass diese Entscheidungen dem Außen nicht unbedingt gefallen. Und ich glaube, das kennst du aus deinem Leben auch, wenn du Entscheidungen getroffen hast für dich, wo dann das Außen auf dich eingestürmt ist und gesagt hat, wie kannst du nur? Vielleicht hast du dich einschüchtern lassen, bist ein paar Schritte zurückgetreten. Das ist alles vollkommen okay, solange du bei dir ankommst und nicht wieder direkt
in diesen Jammermodus hineinfällst. Ich möchte dir hier aus tiefer Liebe zum Leben, ja auch sinnbildlich vielleicht den Finger in die Wunde legen, aber eben um dich liebevoll an dich selbst zu erinnern. Darum geht es. Und genau das, ja, ist Sinn und Zweck meines Lebens, dich immer wieder an dich selbst zu erinnern, mich immer wieder an mich selbst zu erinnern und die Zyklen und Kreisläufe im Leben zu erkennen und ja, auch da zu erkennen, dass wir nicht darin gefangen sind, sondern in jedem Moment ja wirklich die freie Wahl haben. Jammern hat noch nie etwas verändert. Und auch die Wut, die daraus entsteht, hat noch nie wirklich etwas verändert. Erst wenn diese Wut und diese aufbäumende innere Kraft sich in deinem Herzen sammelt und du dir wirklich mal für dich vorstellst und diese Essenz herunterholst, wie möchtest du dein Leben gestalten? Dann bekommt die Wut und diese innere Hilflosigkeit ja sozusagen wie einen Fokus, auf den du dich richten kannst, um dann ganz klare Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich, wenn du mir deine Meinung zu dem Jammern, zu diesem Jammertal oder wie du damit umgehst, unten in die Kommentare schreibst. Ich weiß, dass dieses Thema, je nachdem in welchem Jammermodus du gerade bist, auf hellhörige Ohren oder auch auf taube Ohren stoßen wird. Ich weiß das und ich weiß, dass ich mich hier auch sehr weit vorwage, indem ich dir hier ganz ehrlich und offen diesen Spiegel vorhalte. Und auch das gehört zum Sinn meines Lebens. Und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und ich wünsche dir ein gutes Ankommen bei dir mit diesem Seelenimpuls und ich möchte dich noch zum Schluss einladen, ihn nicht mit dem Kopf verstehen zu wollen, sondern an erster Stelle erstmal in dein Herz, in dein System hineinsinken zu lassen, um da mal zu spüren, was das mit dir macht. Und im nächsten Schritt, das ergibt sich dann ganz automatisch, dass sich unterschiedliche Sequenzen deines Lebens zeigen, wo du in diesem Jammermodus warst und wo du jetzt sagst, hey, Schätzelein, jetzt nicht mehr, jetzt treffe ich eine Entscheidung. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen, jammerfreien Tag. Alles Liebe zu dir.